Herzlich willkommen, wir befinden uns hier in einer Psychiatrie in Belgien und die hat keine allzu lange Geschichte als Psychiatrie. Die begann erst im Jahre 1928, war vorher ein Gutshof gewesen, aber im Jahre 1928 wurde das Objekt, was ihr hier sehen werdet, aufgekauft von einer christlichen Vereinigung, die sich die Barmherzigen Brüder nennt. Die haben allgemein haufenweise psychiatrische Kliniken gebaut und sich, ich sage, ein bisschen auf dieses Krankheitsbild spezialisiert. Natürlich immer mit dem Ziel, den Leuten zu helfen. Und ja, früher hatte man natürlich Methoden angewandt, die heute nicht mehr angewandt werden, weil sie natürlich sich als grausam etabliert haben. Aber damals hat man halt gedacht, ja, man tut den Menschen was Gutes mit Elektroschocktherapien etc. Und ja, entsprechend wurden auch solche Therapien hier angewendet. Und man findet nicht sehr viel über den Ort. Es ist natürlich ganz klar, dass hier rein theoretisch sehr viel Leid ist, weil die Patienten wurden halt festgezurrt und, wie gesagt, aus heutiger Sicht misshandelt, aus früherer Sicht behandelt. Und deswegen ist dieser Ort natürlich an sich erstmal grundlegend interessant. Heute mit dabei ist auch Björn und Sabrina von Mr. und Mrs. Lust. Das Video findet ihr oben und auch unten dann in der Videobeschreibung verlinkt von denen. Könnt ihr euch sehr gerne anschauen. Ist auch ganz interessant, weil als Urbexer sind sie natürlich auf den Ort, Raum und Geschichte deutlich mehr fokussiert als wir. Geschichte ist eher unser Arbeitsbackground und wir sind eher auf die Untersuchung. Aber als er uns davon erzählt, von diesem Ort, ich mir das Video angeschaut habe und er auch noch gesagt hat, jo, hier war ein Fan von uns gewesen, ich leite mal ein Video weiter und wir gesehen haben, dass das K2-EMF-Meter da bis Stärke 5 ausgeschlagen ist, habe ich gesagt, jo klar, wir fahren auf jeden Fall gerne mit und ja, heute sind wir dann hier. Das Ding ist noch in Betrieb, das wurde wie gesagt 1928 gekauft. Und bis 1931 im Juli dauerten die Umbauarbeiten, wo das vom Gutshof umgebaut wurde zu einer psychiatrischen Klinik. Der ganze Komplex wurde damals dann entworfen als sogenannter Pavillon-Baustil. Das bedeutet, man hat viele verschiedene Gebäude mit verschiedenen Funktionen gebaut, mit dem Ziel, dass die sich autark versorgen. Deswegen bietet der Ort hier haufenweise neben den natürlich Behandlungs- und Aufenthaltsräumen, wo die Patienten untergebracht und behandelt wurden, ein Verwaltungsgebäude, wie es halt immer dazugehört, aber auch ein Friedhof, eine Kapelle, ein Bestattungsinstitut, ein eigenes gab es. Es gab einen Garten, wo die Versorgung war und auch einen Wasserturm, um Wasser zu speichern und eine Küche, wo natürlich gekocht wurde, sprich, damit das Ding hier möglichst sich selbst versorgen konnte. Und es wurde auch so gebaut, dass die Wände feuerfest sind. Auch wenn wir hier Spuren von Brand finden, müsste das in der Logik bedeuten, dass es nur den Bereich genau nur oberflächlich ist. Könnte man jetzt sagen, von dem, was wir gesehen haben, ja, könnte stimmen, ne? Ja, also wie gesagt, die untere Tür war ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen, die Decke war in Mitleidenschaft gezogen, aber da hang jetzt nichts durch, so als ob das ein richtig großer Brandschaden wäre, sondern einfach autark in dem kleinen Block hat es nur gebrannt, wurde gelöscht, alles gut. Genau, werdet ihr an der Tür auch sehen, die ist quasi das Glas komplett zerschmolzen. Ja, und es dient auch als Universitätsklinikum. Und zwei der Bereiche wurden halt verfallen lassen, zwei der Gebäude. Wir befinden uns in einem von denen, wo, wie gesagt, dieser eine Fan von Mr. und Mrs. Lust gesagt haben und bewiesen haben, dass sie da was gemessen haben. Das Piepsen im Hintergrund ist nur ein Tier, keine Sorgen machen. Und ja, wir schauen uns heute um, ob wir entsprechende Aufnahmen auch machen können oder ob wir vielleicht sogar noch mehr dokumentieren können. Und natürlich seid ihr wie immer gerne dazu eingeladen, uns dabei zu begleiten. Wir fangen in dem Raum an, wo quasi der Björn und die Sabrina ihr Intro gemacht haben. Das ist gleich nebenan, wo wir unser Intro gemacht haben. Seht ihr gleich, da gehen wir auch dann gleich rein. Da ist gerade eine Überwachung. Und ja, dieser Raum ist halt schon sehr interessant wegen dem Bett. Ein typisch christliches Kreuz. Aber wie ihr seht, wir haben auf den EMF-Meter zumindest noch keine Reaktion. Hinter mir ist der Jan, der misst auch schon ganz brav auch mit dem Humidity-Meter und dem anderen EMF-Meter. Kurz einmal reinzeigen, was wir hier genau finden. Zeig mal. Auch dann bitte zu Björn dann. Genau, 81% haben wir gerade. So 21 Grad Celsius ist stabil, das hat mir quasi ungefähr in diesem Bereich die ganze Zeit. Ja. So, nicht wundern, da ist der Björn. So, hier rechts ist was, das ist vom Aufbau her, sieht es aus wie eine Art
Schulungsraum. Wir wissen nicht genau, was hier war, ob hier Patienten waren oder das für Personal die Räume waren, aber für die Patienten, schwer zu sagen, man hat natürlich hier überall Graffiti. Und hier am Boden habt ihr jetzt noch für Zwangsmaßnahmen. Das ist so ein, ich nenne es jetzt mal Spannbettlaken. Da vorne an den Ecken habt ihr diesen Metallösen. Da wurde eine Korde durchgefädelt. Das wurde längs über das Bett gespannt. Hier oben ist das Einzige, was rausguckte, der Kopf vom Patienten. Und er wurde dann damit an seinem Bett fixiert. Im Prinzip so, dass würde schon wieder so ein bisschen Aufschluss darauf geben, dass es hier tatsächlich Jugendliche oder Kinder gewesen sind, die ganz einfach abends ja nicht in dem Bett bleiben wollten und immer wieder aufgestanden sind. Das würde von der Größe auch in etwa so passen. Ich kann mir jetzt an der Stelle gar nicht so ganz vorstellen, ob das jetzt wirklich hier gewesen ist, um auch erwachsene Personen zu fixieren. Aber an sich ist das schon, egal ob jetzt krank im Kopf oder nicht, eine ziemlich heftige Methode. Stoff speichert zwar sehr schlecht Energie, wir können ja trotzdem mal schauen. Aber können wir jetzt nichts dran festhalten. Das ist kein Ausschlag. Huch, Dose. Ja, hier ein kleiner Tisch. Wie gesagt, aufgebaut wie ein Lehrraum. Eine Tafel, Stühle und Tisch allerdings. Vielleicht auch im Nachhinein nur so dargestellt. Dass der ursprüngliche Sache ist, weiß man nicht. Na toll. Da mag jemand keine Puppen. Ich hätte ja gedacht, dass so die Puppen zumindest so eine Art so Trigger-Objekt sind, ne? Dass die eventuell vielleicht... Ich finde ja Puppen sowieso vom Grundaufbau her echt gruselig. Schlümpfe sind okay, die mag ich. Aber hier ist nichts, was sich irgendwie besonders aussteht. Die Tafel ist auch so vollgekriegelt, kann man kaum noch was Sinnvolles erkennen. Nichts Besonderes. Auch hier ist weder was zu messen noch was zu sehen. Man sieht ja auch hier einen Lichtschalter, also als Beweis, dass hier keine Elektrik durchfließt. Irgendwo müsste eine Leitung abgehen, aber hier definitiv keine, zumindest die stromführend ist. Hier riecht es wunderschön muffig drin. Der Raum an sich hat ja auch eine komische Atmosphäre, ne? Vom Aufbau her meine ich. Ja, da weißt du jetzt natürlich nicht, ob der damals so genutzt wurde oder ob der im Nachhinein noch verstellt wurde. Beim letzten Besuch, wo wir hier gewesen sind, waren hier, bin ich sicher, ob hier noch mehr Matratzen ausgebreitet gewesen sind, einiges an alkoholischen Getränken, ich meine, du siehst hinten die Hosen noch, ne? Also es sieht schon so ein bisschen aus, als wenn hier irgendwelche Orgien gefeiert wurden. Da fragt man sich, wie lange es her ist, ne? Und ob das noch aktiv betrieben wird. Der Jan kann das feststellen mit UV. Okay. Gewisse Flecken davon leuchten blau-violett. Wollen wir das wissen? Nein, nicht direkt, aber wir werden es gleich sehen. Ja, die Matratzen sind natürlich nicht mehr so schön. Ja, wir machen gerade UV. Das, was jetzt luminisiert, ist quasi nur der weiße Stoff. Wir müssten eher dann was weißlich-gelbes haben, wenn wir entsprechende Flecken finden sollten. Wenn es jetzt auf den ersten Blick nicht so aussieht, das ist noch relativ sauber eigentlich. Ne? Ja, also unter UV-Licht würde man Urin sehen, Sperma und auch Blut.
weil es blüht meistens nur, wenn es noch ein bisschen feucht ist. Ups. Ja, hier ist quasi noch ein Ausgang zu einer Fluchttreppe, die wir definitiv nicht nutzen wollen. So, ein bisschen vorsichtig bewegen. So viel Zeug hier. Ich meine, hier geht es noch, aber unten ist ja richtige Rumpelkammer, ne? Hier die ganzen alten Bettgestelle. Habt ihr eigentlich jemals rausgefunden, wofür diese Sachen sind? Ich meine, das sind entweder Angestellte oder Patientennamen. Ob da Essen mal so drin war? Oder? Also jeder hat seine Schildschrift. Was sollte man denn da reintun? Wertsachen nicht? Aber die sind alle beschriftet, ne? Wer weiß. Ja, oder hier bei dieser Zwangsjacke. Genau. Das ist auch einer, ne? Genau. Und vielleicht bei der nochmal. Ja, also erstmal vielleicht mit irgendwelchen Triggern oder sowas, aber so erstmal im Ruhezustand. Ist ja quasi die Nullmessung jetzt. Mhm. Erstmal nix. So, ja, ein bisschen sauber machen wir alles hier. Ich bin dem. So, zack. Machen wir hier weiter. Das Innenrad. Ganz ehrlich, weil die Sachen hier, die sehen jetzt auch nicht so aus, als ob die hier schon 30 Jahre leben würden. Ne, teilweise nicht. Das hier vielleicht. Der irgendwie seine Müllsachen hingeballert. 7 Kräuter, ja, genau. Was interessant war, als wir das erste Mal hier reingegangen sind, hat das Ding hier die ganze Zeit gewackelt. Aber das ist wahrscheinlich. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich jetzt hier stehe, merke ich einen richtigen Luftzug. Ja, deswegen, also das. Wenn das hier, dafür reicht es nicht, aber das Ding baumelt die ganze Zeit. Ja. Deswegen, das ist zu 99,9% die Luftzug schuld. Ja, gut. Hier was. Komische kleine Musikstreile. Warm, ne? Hier ist richtig heiß. Hier vorne. Ja. Sich quasi genau, und das merke ich auch, wenn ich jetzt. Das war jetzt also, so auf Kopfhöhe finde ich das also jetzt hier gerade. Das ist richtig heiß. Das ist. Also das ist. Also das ist ordentlich isoliert hier. Oh, yeah, yeah. Also das ist schon komisch. Gefühlt locker 2-3 Grad. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Das geht schon gerade fast Richtung Fieber, also so dieses Gefühl. Ja, das ist ne? Richtig so. Wie so eine Hitzewallung. Ja. Ne? 21, 45. Habt ihr auch diesen Temperaturunterschied? Nein, in der Ecke, da ist richtig heiß.
Es fühlt sich dann warm an, die Frage ist nur warum. Genau das ist es. Ich habe geguckt, es hat höchstens 0,2 Grad, aber das ist ein Unterschied. Aber wenn du da selber stehst, meinst du, es sind locker 2-3 Grad Unterschied. Grad. Ich hatte gehofft, du würdest da was messen. Nee, das ist auch nicht genau so, das ist es nämlich nicht. Das war hier. Mehr auf Kopfhöhe. Kopfhöhe. Ja, Kopfhöhe. Ja, so, dann da ein bisschen weiter in die Ecke gehen. Hey, wo hast du es? Zeig du mal kurz. Also, ich auf. Ich stehe hier als ein Mieter an. Ich bin ja auf jeden Fall hier rein. Mhm. Hier. Und ab hier hast du schon auf der Ecke hier richtig heiß. Wenn du jetzt noch einen Schritt reinmachst, kommt dir das so vor, als ob du irgendwie in so einem Regenwald-Biom einfach so reinlaufen würdest. Wie genau. Zum Beispiel im Amazonas. Und wir standen gerade. Das kann auch baulich sein. Weil das Dach wird gedämmt sein. Und wenn du jetzt näher kommst, strahlt deine Körperwärme eventuell direkt. Ich merke das auch. Also ich merke es bis hierhin. Ja. Es könnte jetzt eine Reflexion von der Körperwärme sein, weil die hinter gedämmt ist eventuell. Ne? Ja. Ich habe eigentlich gerade erst gedacht, ob es Schimmel wäre, also ein richtig heftiger Schimmel, aber tja. Also ich merke das ja. Ja, ich brauche nicht mal so nah, ich merke es bis hierhin und ich merke es. Du hast einen extremen Temperaturunterschied, also einen gefühlten Temperaturunterschied, sobald du in den Raum hier nebenan gehst, den langen Korridor entlang, an dem Rollstuhl vorbei und dann hast du das Gefühl, du stehst im Krankenhaus. Willst du ein bisschen ausleuchten hier? Soll das vorschauen? Nee, ausleuchten. Das ist nur die Frage, ob wir ausleuchten wollen. Ja, durch das Fenster sieht man auch nicht viel. Aber wir kommen ja eh gleich in den Raum rein. Wir kommen ja von der anderen Seite rein. Ne? Bei eurem Video hing hier irgendwas, oder? War das nicht so? Hier hinten bei eurem Video so ein Mobile oder so? Ein Mobile, das. Das habe ich hinten, glaube ich, irgendwo liegen sehen. Okay. Oh, das mit der Wurst ist doch eigentlich auch ein cooles Bild. Also ja, da habe ich schon ein cooles Bild von. Okay. Kannst du noch mal einmal so an den Rollstuhl fahren? Mit dem natürlich. Na gut, dann sieht man zumindest, dass auch jetzt Metall oder so nicht unbedingt ausschlägt. Mhm. Die haben zwar ein elektromagnetisches Feld und ein freies Elektron geht an Metalle, aber das ist zu schwach, um das auszulösen. Es reagiert auf 1,5 Milligauss, so das normale Elektronenfeld von, ich sag mal, ruhendem Metall ist bei 0,4 bis 0,5. Mhm. Deswegen, das sprengt die Grenzwerte in der Regel nicht. Ja. Auch das ist ein großer Raum. Die Decke zerfällt. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es vor 2 Jahren schon so schlimm gewesen ist wie jetzt gerade. Aber ich finde es komisch. Wir gehen jetzt immer wieder durch den Raum hier. Ne? Es ist ein ganz anderes Klima. Ja. Wenn du, sobald du die Schwelle von der Tür hier überschreitest oder da vorne, hast du das Gefühl, du bist im Tropenhaus. Ne? Ja, die Luftfeuchtigkeit an sich auch. Obwohl, es fühlt sich hier stickiger an. Ja. Aber die Luftfeuchtigkeit ist ja niedriger. Ne? Das ist ja der Witz. Das ist schon komisch. Ja, da sieht man manchmal, wie sich das Gefühl täuscht. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier rein, oder? Mhm. Wie siehst du das? Ja. Willst du? Ich? Okay. Hm, wieder ein Schalter. Gut, ich glaube, der Beweis, dass hier kein Strom mehr fließt in dem Gebäude, ist erbracht. Man fragt sich allerdings immer, was diese Gebäude oder wie die Sachen jetzt eigentlich, was das mal war. Es sieht so aus, als wenn es halt komplett sich geändert hätte. Ne? Ja, hier waren vor ein paar Jahren noch die ganzen Bettlaken und die Bettwäsche halt drin gewesen. Ne? Okay, wenn hier vielleicht wirklich jemand pennt, dann schnappt er sich halt hier was raus, ne? Ja gut, kann natürlich auch sein, dass das Personal jetzt hier... Achso, meinst du jetzt im Realen? Falls hier noch jemand schläft, meinst du jetzt... Ja, wenn die Matratzen von, jetzt Obdachlosen oder so benutzt werden... Dann können die sich hier bedienen. Das war nämlich vor 2 Jahren noch wesentlich voller hier gewesen. Deswegen, also, das würde ich sogar gut verstehen. Würde ich vielleicht sogar auch so machen, wenn ich tatsächlich hier schlafen würde und verzweifelt wäre. Quellkopfhörbrillen, wo ist das? Okay, französisch. Aus welchem Jahr kann man das irgendwo sehen? Wahrscheinlich von, ne? Vielleicht doch nicht ganz von. Ja, so Bücher hast du eher selten dann. Ja, das neueste Druckdatum, oder? Da, 4. Januar 1959. Das ist richtig alt. Okay. Wie ein Comic teilweise auch. Willst du nochmal? Entschuldigung. Nee, das ist cool. Im Zweifel nehme ich dein Bild.
Ich weiß gar nicht. Also sehr ein Bildband eindeutig mit Texten. Das sieht aus, als hätte man irgendwelche Zeitungsausschnitte oder so zusammengefasst ja, in einem Band ja. oder so. So eine Art Doku-Zusammenfassung ist. Mhm. Ne? Okay, auf jeden Fall interessant. Aber keine Strahlung. Hier liegt so viel Zeug, man tritt zwingend immer auf irgendwas. Auch cool, so wie Mosaik-like. Mal schaust du, wenn das rostende Metall, das lumineszert. Mhm. Der Stuhl leuchtet, schau mal. Der leuchtet komisch, ne? Ja, das ist eigentlich so typisch für Körpersporen. Schweiß, Blut, Sperma. Mhm. Machst du ein normales Licht nicht, dass das ein normaler Dreck ist? Nee. Nee. Kleinen Moment, kannst du nochmal auf UV wechseln? Nee, das ist auch nicht der Putz hier in dem Fall. Das ist wirklich im Material vom Stuhl drin, auch auf der Lehne. Die Lehne ist auch ganz toll. Ja. Weißt du, schwitzt wahrscheinlich im Sommer. Ne? Ja, das ist schon mal komisch. Ein bisschen. Da oben geht's zum Dachboden hoch. Den werden wir nicht sehen, weil wir nicht verrückt genug sind, unser Leben so massiv aufs Spiel zu setzen, da hochzuklettern. Die Konstruktion hier, die, da setzen wir mal aus heute. Hier bin ich kurz zurück. Ja, genau. Ja. Aber da bin ich halt, wie gesagt... Das verursachst du aber irgendwie. Ja, eben, das versuchst du, genau, aber durch Bewegung halt. Ich drück halt nichts. Ja, mach das mal die Bewegung woanders. Normalerweise sollte das dann nicht so reagieren. Komischerweise hier schlägt er aus. Nämlich. Deswegen war ich gerade ein bisschen verwirrt, das war normalerweise. Das könnte eigentlich nur der Fall sein, wenn du das nicht selber verursachst, dass da zwei verschiedene Magnetfelder sind. Weil, wie gesagt, jetzt wenn du es hohe Höhe nimmst, passiert es nicht, ne? Nee. Ja, man. Das ist komisch. Wie gesagt, ich habe hier oben also nichts. Wenn du hier unten gehst, siehst du? Ja. Das war ganz auch schon komisch. Also, ja, bei dir auch. Ja. Mhm. Aber das könnte auch daran liegen, das ist ja ein Gitter. Ja, genau. Das heißt, von der Struktur her hast du hier Bereiche, wo ein starkes Magnet, also was heißt stark, vergleichsweise starkes Feld und ein Bereich mit einem schwachen Feld ist. Und wenn du jetzt schnell zwischen diesen kleinen Feldern wechselst, hast du vielleicht eine Messunschärfe. Ja, das wird es auch sein. Weil da ist halt nichts, wenn du normal misst, ne? Ja, ja, das müsste ja auch statisch sonst sein. Ist er? Genau. Ah, da oben, für Durchsagen damals bestimmt. Genau. So, jemand dieses dunkle kleine Kämmerchen. Oha. Hier sieht der Verfall auch schlimmer aus, wenn du den Rost mal anschaust von den Gestellen. Schon spooky. Da hinten noch ein alter Sicherungskasten oder sowas. Oder ja, was ist das? Ich fasse den jetzt nicht an, aber das ist definitiv auch kein Strom. Ja, hier ist eine Lupe offen. Kann ich mal die Lampe bekommen? Mhm. Dankeschön. Gucken wir mal rein. Ah, die Wartungsgänge. Da kommen wir nicht rein, da wollen wir nicht rein, da wird auch nichts sein. Okay, aber man muss mal gucken. In dem Raum ist das, wo ich am Anfang von gesprochen habe, wo die ganzen Rasierer und so drin gelegen haben, wo ich eigentlich eher sagen würde, das hier war ein Haus, ein Männerhaus eigentlich. Ja klar, also ich meine, Frauen brauchten die damals vor allem nicht so sehr. Die Rasierer. Ja, die Rasierer. Nee, weil wir halt Spekulationen gab es ja, dass es hier für Kinder gewesen ist, die Psychiatrie. Der Witz ist, in den offiziellen Aufzeichnungen findest du dazu nichts. Das ist das Problem. Du findest, du weißt, dass 1932 von den Barmherzigen Brüdern fertiggestellt wurde. Mhm. Ja, und dann war es eine Psychiatrie. Für wen und was? Dann stand, man findet heraus, dass im Zweiten Weltkrieg haufenweise Leute hier stationiert waren. Mhm. Dann war Ende im Gelände. Ja, die Schränke hier sind voll leer. Ja, daran erinnere ich mich auch. Diese Etuis, nenne ich es mal.
die waren sogar mal. Die sehen richtig schick aus. Alle beschriftet, da genau. Die sind auch beschriftet. Ja. Ihr habt hier diese typischen, ja, Bettpfannen, hat man früher gesagt. Ne? Die stehen auch tatsächlich noch vereinzelt in einigen Zimmern hier rum. Ich muss jetzt nicht betonen, dass sie sogar gebraucht, also benutzt aussehen. Ne? Das seht ihr selber. Das ist der Fahrstuhl. Wir schauen jetzt mal auf hier bei der Elektrik. Was ist? Manchmal sind die an einen anderen Stromkreis angeschlossen als am Hauptstromkreis. Ist aber hier offenbar nicht der Fall. Nee, mehr will ich da auch nicht dran ziehen. Ich mache nichts mit Gewalt. Die Sandra hatte ja hier an der Treppe eine richtige Aktivität festgestellt, mhm, und auch konstant. Also jetzt nicht so, dass es dann einmal gewesen ist, sondern das ging über 10 Minuten. Okay. Aber das habe ich dir ja gesagt, genau, als, als wir reingekommen sind, habe ich dir ja gesagt, das ist hier, so wie damals auch, hier hoch und hier der Raum, so, das ist ja dieser Bereich, mhm, wo ich immer so... I was? I das? Ja, das ist schon ganz schön I, da gebe ich dir massiv recht. Riecht das auch entsprechend? Ich kann mal. Ehrlich gesagt, das riecht nicht so schlimm, wie es aussieht. Aber hier seht ihr, das ist ein Schaltkasten. Und in den Schaltkasten ist nichts an Strom. Ein bisschen nackig hier. Wir sollen uns das Wasser halt mal geben. Lassen wir das eintrinken, nicht irgendwie ins Gewässer. Sag ich doch, das ist noch ein Vögelchen. Ja, da hinten. So, wir gehen mal hinter die Theke. Guck mal, ist auch jetzt dieser Tree Speeder, ne? Mhm. Boah.
hört auf mit Gewalt. Weißt du, mir jetzt zählt alles gut, alte Rechnungen. Bierswurst hier, Sandwich. Oh. Guck mal, das sieht fast aus wie eine Art Lageplan oder so. Guck mal, das ist ja creepy. Guck mal da in das Spielzeug rein, in den Monitor, warte, auf 3. Da. Warte mal, guck dich einer an. Ja. Okay. Und hier, guck mal, wie eine Art Lageplan. Wenn der Pyjama hochleuchtet an die Decke, das sieht man. Da, wo die Verkleidung geputzt ist, ist irgendein Metall, das lumineziert mit UV-Licht gelblich. Kann man sehr gut sehen. Ansonsten, ja, ein bisschen Licht bräuchte ich dann, sonst sehen wir hier gar nichts. Dankeschön. Ja, guck mal. Du, ich hab doch Ahnung. Das sieht aus wie Tassen, aber die haben ein Loch auf dem Boden, oder? Ah, nee. Ach, okay. Mit Untersetzer? Macht das Sinn? Oder ist das für eine Maschine, für so eine Espresso-Maschine oder so? Vielleicht, ich kenne mich da nicht so gut aus. Was man hier beim Hintergrund piepsen hört, ist eine Schwalbe. Aber auch hier nichts Besonderes. So, ich habe jetzt hier einen Voice Recorder auf der oberen Etage gelegt. Es ist 15.43 Uhr. Das ist quasi der obere Bereich zu den kleinen dunklen Räumchen. Der Jan hat hier aus dem Augenwinkel eine Art Schatten oder so gesehen. Und da wir jetzt von Aufbau aber gleich nach unten ziehen, haben wir gesagt, wir lassen wenigstens den Voice Recorder hier, um zu hören, ob vielleicht hier doch irgendeine Bewegung stattfindet. Ich teste mal. Das Licht kommt von außen. Ja. Und ich mach einen leichten Schatten bis rein. Ja. Vielleicht hier vorbei, ja. Ja, vielleicht, wie gesagt, kann auch sein, dass ich dann einfach so... Ja, vielleicht hat er seinen eigenen Schatten gesehen. Also, ich habe halt die Bewegung aus dem Augenwinkel gesehen. Keine Ahnung, ob es jetzt mein eigener Schatten war. Deswegen. Ja, ich meine, ich werde jetzt nicht von Papier, ne? Wir sind jetzt genau da, wo die liebe Sandra uns das kurze Video geschickt hat, wo sie mit ihrem K2-Meter fast vollen Ausschlag gehabt hat. Halt mal etwas tiefer. Ich meine, da sehe ich es zwar nicht mehr, aber einmal ein bisschen runter, genau. Nichts, ne? Okay. Mhm. Aha, stopp, zurück. Aber war kurz bis gelb, ne, oder? Ich hab nichts gesehen. Hab ich mir das jetzt eingebildet? Ich hab nichts gesehen. Das ist so, ja, vielleicht deshalb. Schon gerade, wenn es so ein bisschen da ist und sieht das so ganz leicht.
ist kein Strom mehr drauf. Vielleicht doch. Okay. Bisschen Reststrom. Kann ich mal einmal, ich komme vielleicht ein bisschen weiter als du. Ich will mal einmal bis an ist. Das wäre jetzt, wäre das die Stromleitung, würde das aber konstant sein. Guck mal. War weg. Aber warum nicht durchgehend? Guck mal. Das ist schon eine komische Stelle, ne? Okay. Da kann ich keinen Schritt reinmachen, oder? Ich weiß zwar nicht. Oh, hast du den Wind so gemerkt? Jetzt gerade, ja. Kann der jetzt her? Da kann doch jetzt hier raus. Ich weiß nicht, ob das hier oben. Da kann doch richtig aus dem Schacht raus. Toll, der macht gleich eine Etage tiefer. Wenn ich nicht weiß, ob es noch eine Etage tiefer gibt. Das war jetzt schon komisch mit dem Wind so. Aber das ist nicht durchgehend, ne? Das ist nur. Vor allem ist es jetzt gar nicht mehr. Jetzt, wo ich hier drin stehe. Kritisch ist es dann. Ja, man sieht man echt nicht wie eine schöne Höhe vor. Das ist anders. Ja, das ist fest. Ja, das ist fest. Zack. Und du musst eigentlich jetzt. Ja. Also das Einzige war richtig lange da. Oh. Das ist so, was das ist, wenn man nicht mehr so. Stimmt, das hat ja separate Strom, das war so ganz schnell. Mal kurz einmal jetzt rechts.
so eng hier. So. Und damit herzlich willkommen zur Nachbesprechung der psychiatrischen Klinik der Barmherzigen Brüder. Ja, wie ihr in dem Video gesehen habt, haben wir an sich nicht allzu viel gefunden. Wir waren auch durch einige andere Urwechsler, die da vor Ort waren, dann leider doch, ich sage mal, in dem Sinne gestört, dass wir halt nicht durchweg arbeiten konnten. Und viele der Aufnahmen, die wir hatten, wo Geräusche drauf waren, müssen wir quasi dafür auf zurückführen, dass wir sagen, dass die anderen Urwechsler diese Geräusche verursacht haben. Daher sind die auch entsprechend nicht mit in der Auswertung aufgetaucht. Weil, wie gesagt, wir können nicht ausschließen, dass die das waren. Was verbleibt unter Strich? Unter Strich verbleibt eigentlich, dass die K2-EMF-Messung, die Sabrina und Björn quasi beim Fahrstuhl dann gemacht haben, tatsächlich stattgefunden und etwas gezeigt hat. Ihr habt ja gesehen, das EMF ging hoch und so war es ja auch gewesen bei dem Fanvideo, was die beiden zugespielt bekommen haben, quasi dieselbe Stelle. Gut, sie waren im Fahrstuhl, beim Fanvideo war es an der Treppe. Aber der Bereich ist sehr nah, das sind so ja, 2 Meter vielleicht, wenn es hinkommt. Ja, ansonsten haben wir auch natürlich Magnetfelder gesehen durch die vielen, vielen Paralights, die wir quasi hatten und die auch reagiert haben. Und ja, dazu kann man eigentlich nur 2 interessante Dinge bemerken. Man sieht einerseits, dass die Paralights sich von unten nach oben aktivieren. Das heißt, beginnt im Fahrstuhl oder vor dem Fahrstuhl, am Fuß der Treppe über den mittleren Bereich und manchmal bis zur oberen Treppe. Aber von unten nach oben nahm es ab. Das heißt, wir haben unten deutlich mehr Ausschläge als oben. Das bedeutet also, dass wir quasi eine Energiewelle hatten, die sich, und das extrem schnell, die ganze Treppe, wenn denn überall Reaktion war, innerhalb von einer Sekunde quasi reagiert. Aber trotzdem hört man, dass es von unten nach oben sich bewegt hat. Diese Energiequelle ist die Frage, was ist das, wo kommt das her? Und das ist sehr schwer, da ein genaues Bild zu machen, sich genau zu äußern. Kann es technisch bedingt sein? Naja, sehr unwahrscheinlich in dem Sinne, weil das ganze Objekt ist ja vom Strom getrennt. Das heißt, da kann eigentlich auch nichts mehr emittieren, außer Metalle und Gesteine etc., die selbst von Natur aus ein elektromagnetisches Feld haben. Der Fahrstuhl ist aus Metall, aber wir haben bei der Messung von Björn und Sabrina gesehen und wir auch haben ein paar Mal danach gemessen. Selbst bei dem ist an sich nicht so, dass er ein statisches Feld hat. Das heißt, er emittiert nicht von alleine. Lässt als realistische Möglichkeit höchst zu, dass der Fahrstuhl vielleicht separat an einen eigenen Stromkreis angeschlossen ist, der vielleicht noch nicht ganz außer Betrieb ist und durch den ab und an ein paar Stromstöße gehen, die dann in der Regel allerdings auch schlecht geerdet sein müssen, beziehungsweise der Widerstand sehr niedrig sein muss und so deswegen das Magnetfeld so weit und so intensiv ausstrahlt. Allerdings ist das leider auch nicht besonders wahrscheinlich, weil bei der Strahlung
ist es anzunehmen, dass wenn da so viel Strom durchgeflossen wäre, wir locker einen Schlag abbekommen hätten. Also auch eher unwahrscheinlich. Ich habe auch lange drüber nachgedacht, was noch die Ursache sein könnte. Quasi, ich vermute, dass es irgendwie baulich bedingt ist. Allerdings kann ich mir nicht herleiten, wie. Wenn ihr da eine Idee habt, würde ich mich sehr, sehr freuen. Vielleicht sieht ihr ja einen Elektriker zu, der eine Idee hat, die gut ist. Oder jemand anders, der sich damit auskennt. Aber wenn ihr eine Idee habt, was das denn vielleicht baulich bedingt sein könnte, würde ich mich sehr interessieren. Weil ansonsten sind die Reaktionen der Paralytes so häufig und teilweise so stark, dass wir natürlich nur sagen können, hier ist irgendwas Paranormales. Und wenn wir jetzt in diesem Bereich einsteigen, also den Schritt in die Parawissenschaft machen, dann haben wir zwar nach wie vor eine Energiequelle, die sich sehr schnell von nach unten nach oben bewegt, doch die Frage ist, wie soll dieser Ablauf gewesen sein? Es ist ja dann sehr wahrscheinlich, dass wir nacherleben, wie jemand oder etwas, sag ich mal, früher diese Route abgegangen ist. Sprich die Energie, die über die Jahre gespeichert wurde und dann jetzt emittiert wird, sich quasi immer der Tagesablauf wiederholt. Allerdings wäre das in zwei Punkten auch sehr komisch. Der erste Punkt ist, der Tagesablauf, in dem Fall, den wir hier sehen müssten, wäre ja irgendwie, der Fahrstuhl kommt auf der Erdgeschossetage an und dann tritt die Person, die Entität, aus diesen heraus und sprintet super schnell die Treppe hoch. So schnell kann kein Mensch rennen. Was natürlich die zweite These, also das erste die Energiethese, die Energie wird gespeichert, die zweite These ist ja die Parallelwelten-These, die hat verschiedenste Namen und in der Quantenphysik wissen wir, dazu kommt aber noch später mal ein richtig deutliches, langes Video, weil das sehr, sehr tief in die quantenphysikalischen Prozesse eingeht. Aber aus der wissen wir, dass wir deutlich mehr als die vier uns wahrnehmbaren Dimensionen Länge, Breite, Höhe, Zeit haben. Wobei Länge, Breite, Höhe den Raum bilden und die Raum und die Zeit sind gekoppelt als vier untrennbare Dimensionen. Aber mal quantentechnisch ganz kurz gesprochen, es gibt noch andere, die sind rechnerisch bewiesen, wie die meisten Sachen. Wird erst rechnerisch etwas bewiesen und später wird dann per Experiment quasi bestätigt. Aber jedenfalls geht eine These halt dahin zu sagen, dass halt in diesen anderen Raumzeitkontinuen, die quasi parallel, aber nicht für uns körperlich wahrnehmbar, da nur durch energetische Wellen existieren, eine andere Raumzeit gilt. Das heißt, theoretisch überschneiden sich die Räume, aber nicht so, dass wir übereintreten können und die Zeit verhält sich dort anders. Das wäre natürlich eine gute Erklärung dann, warum es sich so schnell bewegt, wenn wir jetzt sagen, dass die Zeit quasi mal 10 ist, also beschleunigt ist. Dann würde das natürlich so sein, dass wir das hier so viel schneller wahrnehmen würden. Andererseits gibt es auch, sag ich mal, Phänomene, die sogenannten Schattenmenschen, von denen ist bekannt, dass die sich extrem schnell bewegen. Vielleicht ist es also so, dass wir da quasi einen Schattenmenschen dokumentiert haben, aber die Energie von dem nicht stark genug war, um diesen typischen Schatten zu hinterlassen, wo er seinen Namen hat und wir quasi nur seine Energiebewegung gesehen haben. Schattenmensch, für die, die es nicht wissen, kommt natürlich auch ein eigenes Video irgendwann dazu, keine Frage, ist so eine, ich sag, eine Art Geisterkategorie von Wesen, die quasi schwarz sind, also die nicht, wie wir Geister kennen, die Licht emittieren, sondern die quasi Licht höchstwahrscheinlich absorbieren, auf jeden Fall verschlucken und quasi schwärzer sind als schwarz. Das ist das sogenannte Fanta Black, das auch quasi wissenschaftlich dann vor, drei oder vier Jahre dann entdeckt wurde. Auf jeden Fall wäre das eine Variante, dass wir quasi nicht den Schatten sehen, weil die Energie nicht reicht, die er aufgenommen hat, sondern quasi bloß die elektromagnetische Bewegung seines Feldes. Auch hier tue ich mich ein bisschen schwer, das merkt ihr wahrscheinlich schon gerade bei der Erläuterung, weil hier kommen viele verschiedene Dinge zusammen, die sehr untypisch sind, weil Schattenmenschen werden öfters gesehen. Die Sache ist halt die, in der Regel hat jemand, der einen Schattenmensch, ich sage mal, bei sich zu Hause irgendwo sieht, nicht automatisch ein elektromagnetisches Feld, das er misst. Von daher ist das relativ schlecht dokumentiert. Da müssen wir dringend was gegen tun. Also wenn wir einen haben, werden wir das natürlich massiv versuchen nachzuweisen und zu dokumentieren, ob das beeinflussbar ist. Und die zweite Sache, die ich vor uns quasi angesprochen habe, ist, was auch auffällig ist bei den Paralytes, mit dem Gewitter nahm die Aktivität zu, also das Magnetfeld, was sie messen konnten. Nun gibt es zwei Varianten. Variante 1: Die Paralytes sind doch so empfindlich,
dass sie quasi die atmosphärische Entladung Form des Gewitters quasi dokumentiert haben und das gemessen haben. Um das zu testen, habe ich mal bei einem Gewitter, was hier bei mir vor Ort war, die Parallels aktiviert und sie haben nicht reagiert. Ich kann also sagen, die Parallels sollen laut dem Aufbau nicht auf Gewitter reagieren und in der Praxis habe ich es getestet, sie tun es auch nicht. Deswegen, das können wir ausschließen. Das ist allerdings aus wissenschaftlicher Sicht, aus der Parapsychologie, extrem interessant, weil das stützt die Energiethese und zwar sehr, sehr stark. Die sagt ja, dass Energie in den Raum gespeichert ist oder aber, dass wir jetzt bei einer unintelligenten Spuk, bei einem intelligenten Spuk, wäre eine Entität vorhanden, die allerdings natürlich Energie benötigt, um zu wirken. In beiden Fällen jedoch wäre es so, wenn Energie von außen in das System zugeführt wird, und das wird in der Regel durch entladene Akkus, durch Verbrauch von dem körpereigenen Magnetfeld, weil wir elektronische Prozesse haben, durch quasi Umwandlungen von thermischer Energie zu elektromagnetischer Energie, sprich Temperaturabfall oder welche andere Energie gerade benötigt wird, Licht, Bewegung etc. Das spricht extrem stark dafür, weil das Gewitter lädt natürlich die Atmosphäre extrem stark. Das heißt, mehr Energie ist vorhanden und wenn halt die Energiethese stimmt, wäre die Folge, die Aktivität müsste zunehmen. Und das hatten wir. Es war viel häufiger und viel intensiver die Reaktion gewesen, als wenn kein Gewitter gewesen wäre, was wir davor und danach trotzdem noch hatten, wo die Parallels zwar immer noch reagiert haben, aber seltener und weniger intensiv. Das heißt, das ist noch kein Beweis, aber es ist ein guter Beleg dafür, dass die Energiethese höchstwahrscheinlich zumindest in diesem einen Fall stimmt. Gut, fassen wir das aber jetzt nochmal zusammen. Spukt es in der psychiatrischen Klinik der Barmherzigen Brüder? Wie gesagt, ja und nein, ist beides plausibel. Ich kann tatsächlich hier mich zu keiner eindeutigen Antwort durchringen. Es bleibt nach wie vor, dass die Reaktion der Paralytes und des K2-EMF-Meters unerklärlich bleiben und von Höhe, Stärke und Intensität, Häufigkeit einfach viel zu häufig sind, als dass das eine zufällige Messabweichung oder eine Verunschärfung sein kann, als dass sie positiv falsch sind. Es ist also definitiv etwas da, was elektromagnetisches Feld in unregelmäßigen und variierenden Stärken absondert. Ich tendiere dazu zu sagen, das ist höchstwahrscheinlich baulich bedingt. Allerdings, da ich das nicht erklären kann, bleibe ich dabei zu sagen, dass ich doch aus wissenschaftlicher Sicht sagen müsste, es ist höchstwahrscheinlich parapsychologisch, solange wir nicht eine Erklärung haben, wie das baulich verursacht sein könnte. Allerdings fehlt es hier natürlich an weiteren Sachen. Wenn da eine Entität ist, dann haben wir quasi nur das Magnetfeld. Sie hat nicht mit uns kommuniziert, trotz unserer vielseitigen Versuche. Und was allerdings auch eine relativ interessante Sache ist, wir hatten noch ein paar kleine Störungen gehabt. Vor allem bei Björn, denn seine eine Kamera hat ein seltsames unregelmäßige Surren gehabt, wie man das eher von kennt, wenn Aufnahmen sind bei Strahlungslecks, zum Beispiel bei Dokumentationen von Tschernobyl, dann ist die Strahlung, die da auftrifft auf die Kamera, führt meist zu einem Surren. Das klingt ungefähr wie das, was der Björn mehrfach und lange aufgezeichnet hat, was auch vorher bei seiner Kamera und danach bei anderen Orten auch nicht der Fall war, was komisch ist. Fazit: Wir müssen sagen, es bleibt erst einmal unerklärlich, aber es reicht noch nicht, um 100% zu sagen, dass es wirklich paranormal ist, solange wir keinen negativen baulichen Beweis haben. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, euch dieses Video anzuschauen. Gerne könnt ihr in Mr. und Mrs. Lost euch die Location nochmal genauer anschauen, die haben das ja alles dokumentiert. Zudem haben die ja auch noch ein Video zum kompletten Begehung des Objektes, das schon ein bisschen älter ist, aber natürlich trotzdem interessant, da sieht man auch mal, wie sich die Location geändert hat. Und die verlinke ich euch sowohl oben als auch unten. Und gerne würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns ein positives Feedback da lasst. Ein Daumen hoch hilft uns immer, ein Abo hilft uns natürlich auch. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei, wenn wir in der Location abgehen. Und bis dahin könnt ihr euch ja die Zeit mit ein paar Videos von Mr. und Mrs. Lost vertreiben. Oder natürlich aber auch mit den anderen Videos auf unserem Kanal. Höchstwahrscheinlich würde ich euch am Herz legen, dass ihr euch vielleicht die parapsychologischen Geräte und später kommt noch hinzu, die parapsychologischen Theorien anschaut. Dann habt ihr noch viel mehr Hintergrund und wisst schon einiges, wie das funktioniert und könnt vielleicht deutlich besser verstehen, warum wir manche Dinge so machen, wie wir sie machen. Bis dahin sage ich Tschüss! Kennt ihr einen Ort, an dem es spukt? Oder wo vielleicht sogar euch oder einen eurer Bekannten irgendwas Seltsames passiert ist?
Oder einfach eine Location, wo ihr meint, boah, da müsste doch mal jemand hingehen und Untersuchung machen, da ist bestimmt was, dann scheut euch nicht, uns über unsere E-Mail-Adresse oder über WhatsApp zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eure Geschichten und natürlich über die Orte, die damit in Verbindung stehen und wo wir dann vielleicht eine Untersuchung machen können. Dazu vielleicht noch ein kleiner datenschutztechnischer Hinweis. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Name in einem Video oder so als Quelle genannt wird, bitte einfach ein kleiner Hinweis zu uns. Wir machen uns dann eine Aktennotiz und dann passiert das auch nicht. Eure Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. Das bedeutet, wir geben nichts raus ohne eure Erlaubnis. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen, ob irgendwas nach außen dringt, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Solange ihr uns sagt, dass das nicht nach außen dringen soll, bleibt das bei uns intern in unseren Akten quasi anonymisiert unter Verschluss. Und wir werden das auch nicht rausgeben. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns sehr auf eure ganzen Berichte, vielleicht sogar Fotos oder Ton, auf jeden Fall massiv freuen. Und wenn wir dann eine Untersuchung machen, ihr vielleicht euch daran erfreuen könnt, was oder was wir dort nicht finden.